Herzlich willkommen bei Heimatstimmen, ein Podcast mit Nadine Grasmehl. Hier begleitet ihr mich bis zur Landtagswahl im September 2024. Ja, hallo. Heute haben wir uns verabredet mit Stefan Thano. Er ist der Landesschülersprecher seit 2021 und geht hier in Lübben ans Gymnasium. Wir haben uns verabredet heute hier in einer Gaststätte, die ganz gemütlich an der Schlossinsel liegt, und ich finde es toll, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich habe dich ja ganz spontan gefragt. Am Montag haben wir uns nämlich gesehen bei einer Kundgebung für Respekt, für Vielfalt, und ob du mitmachen würdest bei diesem Podcast. Toll, danke für deine Spontanität. Schön, dass wir heute hier sitzen. Und das war auch nicht das erste Mal, dass ich dich gesehen habe. Das erste Mal war Anfang des Jahres bei einer Kundgebung auf dem Marktplatz. Und da bist du, glaube ich, nicht nur mir aufgefallen, sondern vielen anderen auch. Denn du hast eine ganz tolle Rede gehalten. Ich denke mal, dafür hast du schon viele Komplimente bekommen. Hoffe ich jedenfalls. Ja, das ist in der Tat so. Und ich freue mich immer wieder, wenn lobende Worte auch mal zu hören sind und nicht nur immer von rechter Seite Hetze kundgetan wird. Ja, das ist, tut immer gut, ne, dass man dann auch ein bisschen, oder dass man Bestätigung bekommt für das, was man tut, und nicht nur Gegenwind. Und hast du denn auch von Gleichaltrigen Rückmeldungen bekommen zu deiner Rede? Ja, habe ich. Also vor allem aus meinem Jahrgang. Viele von meinen Freunden finden es gut, was ich mache, und unterstützen mich da auch. Klasse. Und zuletzt am Montag hast du ja gemeinsam mit der Paul-Gerhardt-Gemeinde eine zweite Kundgebung organisiert, beziehungsweise war es eure zweite oder gab es zwischendurch? Also es ist die zweite, ja, die organisiert wurde in Lübben, und uns war das insbesondere wichtig, weil an dem Tag die AfD eine Veranstaltung auf dem Marktplatz durchgeführt hat. Wir stehen ein für ein demokratisches Lübben, und ein Lübben der Vielfalt. Klasse, ich fand super, dass an dem Tag auch wirklich so viele Leute gekommen sind und sich euch angeschlossen haben. Ich inklusive, mir war das auch ganz wichtig, dabei zu sein. Und was ich so schwierig fand, war, wir waren so dicht dran an der Kundgebung der AfD. Es war ja nur einmal über die Straße, und man hat es so vor Augen gezeigt bekommen, wogegen man dort auch wirklich zusammensteht. Wie hast du das empfunden? Also ich habe durch meine Arbeit an dem Tag nicht viel mitbekommen. Ich war mit meinen Augen und Ohren ganz woanders. Mir war wichtig, dass so viele Menschen dort waren bei unserer Kundgebung und viele Menschen die Vielfalt einfach leben in Lübben. Und man hat gesehen, mit 200 Teilnehmenden war es eine gelungene Veranstaltung von uns. Auf jeden Fall. Und ich finde es so wichtig, gerade jetzt hier bei uns auf dem Land, wo viele Menschen auch sehr eingeschüchtert sind, besonders nach den Landtagswahlergebnissen aus Thüringen und Sachsen eingeschüchtert sind, wie wird wohl unsere Landtagswahl in 2 Wochen ausgehen? Umso wichtiger, dass wir für diese Menschen, die eben sich so unsicher fühlen, eine Ebene schaffen, eine Basis zusammenzukommen und zu sehen, hier gibt es noch viele andere, die genauso denken wie ich. Ja, also mich hat es sehr zufrieden gemacht. Mein Herz hat geblüht voller Freude. Und auch mit dem Band der Vielfalt, das ums Paul-Gerhardt-Denkmal gelegt wurde, war es doch ein sehr kräftiges Zeichen für Lübben. Ja, das war natürlich ein tolles Symbol und auch so ein Aktivwerden für die Teilnehmenden. Aktiv etwas tun und nicht nur tatenlos am Straßenrand zusehen, wie dort drüben die Parolen und die populistischen Themen geäußert werden. Das war eine tolle Idee von euch, wirklich super. Vielen, vielen Dank. Ja, jetzt würde ich ja gerne mal wissen, hast du etwas, wo du sagst, das ist bei dir als nächstes auf der Liste, ein Plan? Also zuallererst muss ich mein Abitur fertig machen. Das Ziel ist in greifbarer Nähe, und danach wird studiert hier in Brandenburg. Und da sind natürlich ganz viele Fragen in meinem Leben, die noch zu klären sind, wo genau ich studieren möchte, was und wie ich das finanzieren kann. Ja, ich finde das ganz beeindruckend. Wir haben uns vorher auch schon ein bisschen unterhalten, dass du dir schon ganz viele Gedanken machst. Wie geht's weiter nach dem Abitur? Du bist total engagiert als Landesschülersprecher und auch ganz ehrgeizig, was dein Abitur angeht. Also mein Kompliment an dieser Stelle. Jetzt wäre so meine Frage, wir haben ja auch viel in den Medien, müssen wir uns anhören, die Jugend wählt AfD, die Jugend wird immer rechter, und auch in den Ergebnissen der Landtagswahl für Thüringen und Sachsen haben wir gehört, dass unglaublich viele junge Menschen die AfD gewählt hat. Was denkst du, woran liegt das?
Ich glaube, es hängt sehr zusammen mit den Situationen in den Schulen. Da ist so eine quasi gespiegelte Gesellschaft und die Lehrkräfte wissen nicht ganz genau, wie man mit den Themen umgehen soll. Sie kennen den Beutelsbacher Konsens, wissen aber nicht genau, wie man den auslegen sollte in der Praxis und sind dann eher sehr vorsichtig mit den Aussagen gegen eine Partei, auch wenn diese Partei gegen jegliche Würde verstößt. Trauen sich die Lehrkräfte nicht, dagegen zu agieren. Man hat im Unterricht immer wieder solche Verschwörungstheorien über Migration, wird dann irgendeine Aussage kundgetan und die Lehrkräfte sind vielleicht auch geschockt und wissen nicht, wie sie darauf reagieren können und sollten. Okay, das ist ja auch vielen anderen Erwachsenen geht es genauso, wenn die plötzlich konfrontiert werden mit diesen Verschwörungstheorien, mit populistischen Reden. Und da gibt es ja dann auch viel Ansätze, sich selbst zu schulen und auch Lehrkräfte zu schulen. Was denkst du, was sollten Lehrkräfte tun? Also wir haben in Brandenburg ja auch viele Handreichungen für die Lehrkräfte. Das ist schon mal ein wichtiger Schritt. Aber ich glaube, man sollte die Schulleitungen insbesondere mehr sensibilisieren. Das ist schon geschehen. Aber es sollte mehr auch verpflichtend Fortbildung für das Schulpersonal geben. Und man sollte auch vorsichtiger umgehen mit diesen rechtsextremen Verbänden. Der Dritte Weg ist sehr aktiv an Schulen. Die versuchen da dann die Schülerinnen und Schüler in ihre Strukturen mit einzuholen und die bleiben dann erstmal dort und sind dann dort auch im Endeffekt gefangen. Das Vereinsleben muss im gesamten Land gestärkt werden. Man muss jungen Menschen irgendwo eine Heimat bieten, die auf Toleranz und Menschlichkeit basiert. Ja, auch da hören wir ja, dass Mitglieder der AfD und vermutlich des Dritten Weges auch so aus der ganzen bürgerlichen Mitte kommen. Wie identifiziert man das oder wie kann man darauf aufmerksam machen, dass Jugendliche nicht den falschen Weg gehen? Das ist sehr schwer da anzusetzen, weil es so vielschichtig ist. Also es kommt auch einiges von den Elternhäusern. Ja. Wenn das Elternhaus schon sehr verkrampft in den politischen Einstellungen ist, kann die Schule da vielleicht auch nicht mehr viel drehen. Reicht es auch nicht, wenn die Schulleitung mal die Eltern in die Schule zitiert für ein Elterngespräch und denen versucht zu erklären, dass Rechtsextremismus nicht gut ist, weil das bei den Eltern erst recht nicht ziehen wird. Man muss auch immer vorsichtig sein, wenn rechtsextreme Straftaten vorliegen, ob das direkt zur Polizei geführt werden. Es ist eine Straftat, ein Hakenkreuz, was auch immer. Das darf man nicht verharmlosen. Aber ob das unbedingt immer zum Ziel führt. Ziel sollte immer sein, den jungen Menschen eine menschliche Weltvorstellungen, Moralvorstellungen zu vermitteln und nicht ihnen zu zeigen, wir sind restriktiv gegen alles. Das ist schwierig und da braucht man pädagogisches Feingefühl und das muss man lernen, da braucht man auch wahrscheinlich die nötige Lebensreife. Ja, und da sind wir wieder an dem Punkt, wie wir vorhin gesagt haben, auch Lehrkräfte sind da wichtige Ansprechpartner. Schüler sind ja 8-9 Stunden an der Schule und brauchen da jemanden, der da auch wirklich selbstbewusst Meinung vertritt. Und ich denke auch, dass es da ein starkes Signal zum Beispiel vom Ministerium geben sollte, um Lehrkräfte zu befähigen, dies auch zu tun. Was mir oft begegnet ist, so ein Schutz hinter Neutralität. Und das ist ein ganz schwieriger Umgang, denn das ist wie so eine Sackgasse, da kommen wir nicht weiter. Und deswegen stehe ich da auch voll dahinter, was du gesagt hast, wir brauchen andere Ansätze und wirklich Aufforderungen, vielleicht auch vom Ministerium, dass da Lehrkräfte offensiv mit diesen Themen umgehen und dann eben auch geschult werden. Wahrscheinlich, wie du vorgeschlagen hast, über die Schulleitung an aller. Ja, also es gibt ja natürlich jetzt über das neue Landesinstitut da auch bessere Möglichkeiten, Fortbildung anzubieten. Das sollte das Land definitiv nutzen und den Lehrkräften auch zeigen, dass man hinter ihnen steht, dass sie ihre Meinung auch äußern dürfen. Genau. Natürlich alles im Sinne des Beutelsbacher Konsens. Genau. Das finde ich toll, dass du auch immer wieder darauf aufmerksam machst. Jetzt habe ich zwei Begegnungen erzählt bekommen. Zum einen von einem Sechstklässler, der von jetzt zum Start des Schuljahres von einem anderen Sechstklässler gefragt wurde, direkt nach dem ersten Kennenlernen. Und wählst du auch blau? Und ein anderes Beispiel ist auch eine Sechstklässler-WhatsApp-Gruppe, in der ganz klar die AfD verherrlicht wird und Klassenkameraden versuchen, in diesem Chat, in dem nur Sechstklässler sind, zu diskutieren und die anderen davon zu überzeugen, dass die AfD eben nicht die richtige Wahl wäre. Hast du davon auch schon gehört, dass das
schon im Grundschulalter so ein Thema ist? Ja, also man hört davon immer mal wieder. Es ist, glaube ich, nicht so ausgeprägt wie an den weiterführenden Schulen, das will ich schon sagen, aber es ist natürlich immer präsenter. Die AfD ist präsent in den Medien, seitdem sie in den Landesparlamenten und auch im Bundestag vertreten ist, wurde Populismus in den Schulen auch salonfähiger. Man übernimmt Aussagen dieser Partei und viele wissen dann auch nicht, wie man da reagieren soll. Jetzt hast du ja vorhin auch noch kurz berichtet, ihr wart in Magdeburg im Landtag, durftet dort mit den Abgeordneten sprechen und du hast ja da keine positive Erfahrung mit der AfD gemacht. Was müsste passieren, damit auch andere Schülerinnen davon erfahren? Die Schulen versuchen schon aktiv zu zeigen, was diese Partei fordert. Da gibt es viele engagierte Lehrkräfte. Man guckt sich auch Medienberichte an. Aber man hat dann so immer 2, 3, die ja diesen AfD-Positionen schon liniengetreu folgen. Und für die ist natürlich alles, was vom Staat kommt, direkt Lügenpresse oder Indoktrination. Und die weigern sich, die machen die Klappen zu, hören auch nicht mit und wollen auch nicht darüber sprechen unbedingt. Und deswegen, man muss da sehr, sehr sensibel agieren. Man kann ihnen natürlich immer wieder dieselben Geschichten erzählen. Das weiß jeder, was diese Partei fordert. Aber manche finden es leider gut. Und das macht mich traurig. Es macht viele andere auch traurig. Aber man muss versuchen, diese Partei immer weiter zu entkräften. Das ist ganz klar. Aber auch nicht ihre Position kopieren. Man sieht es in dieser Debatte um Solingen. Es gab schon viele Anschläge in Deutschland. Jeder Anschlag, jeder Tote ist ein Toter zu viel, ganz klar. Aber in Hanau hat man nicht so lange darüber rumdiskutiert. Und das macht mich persönlich traurig. Wir schieben wieder nach Afghanistan und Syrien ab, in Länder, die eigentlich noch nicht dafür bereit sind, dass man dorthin abschieben kann. Ja, so eine ähnliche Diskussion hatte ich vorhin auch kurz mit Michi, als wir uns begrüßt haben. Hat er auch ganz tagesaktuell von einem Bericht erzählt, den er gerade geschaut hat. Und da ging es auch darum, dass man schauen sollte, dass man bei sich auch bleibt, ne? damit man eben nicht andere Vorgehensweisen kopiert und man zu sehr abweicht von dem, wofür man eigentlich steht. Jetzt würde mich ja noch interessieren, ihr habt ja auch andere Themen in der Schule in Bezug auf Bildung oder Zugangsvoraussetzungen oder Dinge, die euch fehlen. Was ist da noch ein oder zwei große Themen, die du uns nennen könntest? Ja, also viele haben Angst vor der eigenen Zukunft mitunter auch, wenn es ums Studium geht. Ich habe vorhin das Thema Finanzierung angeschnitten. Viele wissen nicht, wie sie das bezahlen sollen. Das Studien-BAföG ist mitunter sehr ungerecht. Also in meinem persönlichen Fall ist es so, mein Vater ist Beamter, der verdient relativ gutes Geld, er ist Polizist, meine Mutter aber Verkäuferin. Dadurch gleicht sich das relativ aus. Ich bekomme BAföG, aber BAföG heißt dann 100 Euro wahrscheinlich. Und das ist natürlich kein Geld, mit dem man leben kann. Meine Eltern müssen auch ihren Lebensunterhalt finanzieren können. Eine Wohnung in Potsdam kostet viel Geld. Und das ist eine große Herausforderung, nicht nur für mich, sondern auch für viele andere Schülerinnen und Schüler. Nee. Und manchmal fehlt es da dann an Förderung von Seiten des Landes oder auch diese Unterstützung für Studierende. Man hört dann lieber, naja, es sollten viel mehr Schülerinnen und Schüler eine Ausbildung machen und man wertet so aktuell das Studium ab. Das, was vor einigen Jahren vielleicht andersrum noch war, dass man Ausbildung herabgewertet hat und das Studium hochgehoben, verkehrt sich jetzt. Aber das ist auch nicht richtig. Wir brauchen auf allen Ebenen Fachkräfte, ob sie studiert haben oder eine Ausbildung absolviert haben. Das ist erstmal zweitrangig. Wir brauchen Menschen, die viel in der Universität gesessen haben, auch viel in der Praxis gelernt haben. Ja, wir brauchen von allem genug. Und ich finde es auch wichtig, dass jeder die Wahlmöglichkeit hat. Jeder die Möglichkeit hat, frei zu entscheiden, welchen Weg er geht, unabhängig davon, ob die finanziellen Möglichkeiten da sind oder nicht. Du hast vollkommen recht. Gibt es noch ein anderes Thema, von dem du uns berichten möchtest? Für viele junge Menschen ist auch das Thema der Perspektiven wichtig. Viele Arbeitsplätze werden benötigt, das hört man immer wieder. Aber im ländlichen Raum braucht man nicht unbedingt den Politikwissenschaftler. Es werden bei Parteien, Verbänden auch Politikwissenschaftler gesucht, aber auf dem Land nicht unbedingt. Und davor haben viele Menschen auch Sorgen, viele junge Menschen, dass sie keinen Arbeitsplatz finden in ihrem Nischenabschluss. Das ist schwierig, das kann man auch schlecht lösen. Homeoffice ist dann natürlich ein Anreiz für viele. Lübben hat da den Vorteil, dass man nicht weit weg von der Bundeshauptstadt ist, aber da sollte man vielleicht auch noch Anreize schaffen. Digitale Infrastruktur ist sein Thema und Infrastruktur generell, die Bahn.
macht vielen Menschen zu schaffen. Mhm. Der Weg nach Berlin mit der Bahn ist eigentlich angenehm, wenn die Bahn pünktlich wäre und nicht alle 5 Monate bauen würde. Ja, da ist sehr viel Potenzial, auf jeden Fall, auch für unsere Region, dass Menschen hier bleiben und eben in die Stadt pendeln. Ich habe dazu mal eine Anekdote. Ich habe Sozialpädagogik studiert. 2004 habe ich meinen Abschluss gemacht. Und da haben uns auch viele belächelt. Und da gab es immer so einen Spruch, naja, als Sozialpädagoge wirst du später Taxifahrer. Weil wir auch sehr viele im Studiengang waren. Es gab einen NC, der den Zugang beschränkt hat. Und mittlerweile gibt es gar nicht genug Sozialarbeiter. Also weil sich die Zeiten einfach auch geändert haben. Und da würde ich an dieser Stelle auch gerne einfach Mut machen und optimistisch in die Zukunft schauen. Das erstmal in Anspruch nehmen, den Studiengang, die Ausbildung suchen, die meinen Interessensgebieten entspricht. Und mit Sicherheit lässt sich was draus machen. Und dazu kommt auch noch, dass ich viele Freunde habe, die auch 2 Ausbildungen haben. Die vielleicht erst eine Ausbildung, dann ein Studium. Und es ist ja keine Einbahnstraße, so eine Ausbildung. Mhm. Also mein Mann, viele Grüße an dieser Stelle. Das beste Beispiel dafür, der hat jetzt schon die 5. Ausbildung, also beziehungsweise so ein Zusatzstudium für sich noch gesucht. Und der erfindet sich eigentlich permanent neu beruflich. Und das steht ja auch jedem zu. Ja. Und wir hören ja auch immer wieder, wie katastrophal es in unserer Bildung im Allgemeinen steht. PISA zeigt es uns immer wieder. Wir bilden da ganz die hinteren Plätze ab. Hast du da eine Idee oder einen Vorschlag? Was könnte unsere Regierung tun, damit dies eben bei der nächsten PISA-Studie nicht so ist? Also es ist ja das ganze Thema im Bereich Bildungspolitik. Lehrkräftemangel. Uns fehlen viele, viele Lehrkräfte, nicht nur in Brandenburg, in allen Bundesländern. Und Lehrkräfte wachsen nicht auf Bäumen, das wissen wir alle. Laut Studien müssten, glaube ich, 50% eines Abiturjahrgangs Lehramt studieren, damit man den Lehrkräftemangel ausgleichen kann. Aber das ist auch unrealistisch. Also muss man mit dem verfügbaren Personal arbeiten. Man muss Anreize schaffen bei den Studiengängen. Aktuell macht man da auch Fortschritte hier in Brandenburg. Potsdam bildet nicht nur mehr allein aus, sondern jetzt auch die BTU. Künftig soll wohl auch die Universität in Frankfurt Lehrkräfte ausbilden können. Aber das steht noch in den Sternen. Und in Senftenberg werden Lehrkräfte ausgebildet. Ja. Und das ist wirklich ein guter Schritt. Genau. Und das gleiche Problem mit dem Lehrkräftemangel gibt es natürlich auch an den Universitäten. Es gibt nicht ausreichend Dozierende, die Unis werden voller. Das muss man zeitgleich auch bekämpfen, diese Probleme. Und ich denke mal, wenn man diesen Lehrkräftemangel ausgleicht, die Klassen auch wieder kleiner werden, die Schulen besser ausgestattet sind, also nicht nur im Bereich Digitales, sondern einfach auch die Gebäudesubstanz verbessert wird. Natürlich liegt das bei den Trägern, aber der Lernraum muss auch vernünftig aussehen, sonst kann man nicht richtig lernen. Dann, glaube ich mal, werden diese Probleme auch kleiner werden, wenn der Unterricht wieder vollständig abgedeckt werden kann. Wenn man auch den Schülern extracurriculare Angebote anbieten kann, wird es besser werden. Aber das dauert. Das kann man nicht mit einem Fingerschnipsen erledigen. Man muss sich da Zeit lassen und aber auch jeden Tag dafür das Beste tun. Ja, vielen Dank für diese Analyse. Meine vorletzte Frage wäre noch, welches Thema beschäftigt gerade Jugendliche neben Rechtsextremismus, neben AfD-Themen, neben wie ist meine Schule ausgestattet? Gibt es da noch so ein großes Thema? Ja, also die Themen, die in den Medien immer wieder zu hören sind, beschäftigen viele junge Menschen, das ist klar. Krieg in der Ukraine ist da so ein Thema, Krieg in der gesamten Welt, die Situation in Amerika. Man muss immer aufpassen, dass man das auch richtig vermittelt und auch erklären kann, was da überhaupt passiert. Nahostkonflikt ist so ein so vielschichtiges Thema, das können die meisten Erwachsenen nicht mal fassen. Dann das zu vermitteln ist noch schwierig, aber man sollte auch genau da ansetzen, dass der Lehrer, die Lehrerin nicht unbedingt alles weiß, aber mit den Schülerinnen und Schülern versucht, da eine Lösung zu finden, eine Idee auch von zu haben, was da überhaupt passiert. Und da auch bei dem Thema Krieg, man hat Angst auch vor einer Wehrpflicht, manche Jugendliche eher weniger, die gehen auch selbstbewusst zur Bundeswehr, aber andere sind verunsichert. Man diskutiert in der Politik sehr lange schon über das Thema der Wiedereinführung der Wehrpflicht und da haben auch manche Menschen Angst davor, dass man dann vielleicht sein Abitur gerade fertig hat, an die Uni gehen möchte oder ins Ausbildungsleben starten möchte und dann gesagt wird, naja, nö, du gehst jetzt zur Bundeswehr oder musst ein soziales Pflichtjahr absolvieren. Davor habe ich persönlich auch Sorge, weil
ich selbstbestimmt mein Leben gestalten möchte. Ich will mir davon niemandem reinreden lassen. Ich bin engagiert. Ich mache etwas für diese Gesellschaft und möchte dann nicht von oben herab gehört bekommen, du machst ja nichts. Genau. Ich finde das gerade ganz interessant. Wir hatten in unserer Folge über Bildung mit Daria gesprochen und der hat das so geschildert. Er hat einen Lehrer, der zu Anfang der Stunde immer tagesaktuelle Themen mit den Jugendlichen bespricht. Und das hat er wirklich als was ganz Besonderes hervorgehoben, dass ihm und der Klasse wirklich sehr gut tut und sie dadurch auch mit dem Lehrer sehr gut zusammenarbeiten. Mhm. Und das entspricht ja auch so deinem Wunsch eigentlich, ne? Finde ich toll. Und jetzt abschließend die Frage, wenn ich Landtagsabgeordnete wäre, was wäre dein Wunsch an mich? Oh. Mein Wunsch wäre, dass die ländlichen Räume auch im Potsdamer Landtag mehr Beachtung finden. Herzlichen Dank. Schön, dass du da warst und dir so viele Gedanken gemacht hast zu den Themen. Es hat Spaß gemacht, dir zuzuhören.